Heute bekommt jeder mehr als nur 15 Minuten Ruhm zugesprochen. Mit diesem abgewandelten Satz von Andy Warhol, aber vor allem mit seiner großformatigen Malerei, kritisiert der junge österreichische Künstler Stylianos Schicho die permanente Überwachung unseres Alltags. Das Wiener Künstlerhaus widmet dem Absolventen der Universität für angewandte Kunst jetzt eine Einzelausstellung. Ängstlich und resignierend sind diese Blicke. Der österreichische Maler Stylianos Schicho zeigt seine Protagonisten aus der Perspektive von Überwachungskameras. Es geht hier auch um ein Dilemma des modernen Menschen. Einerseits protestiert er gegen Überwachung, andererseits gibt er persönliche Daten im Internet preis. Das sind einfach so Dinge, wo wir einfach uns eigentlich nicht wehren können, weil es einfach Teil der Kommunikation geworden ist. Schichos Figuren werden beobachtet und sie beobachten selbst die Betrachter dieser Bilder. Es ist so, als wenn wir gerade die Leute stören oder sie auf uns warten zum Beispiel, aber genau dieser Moment, dieses Verharren und dieses Beobachtwerden ist für mich ganz wichtig, weil es dann für mich, das klingt vielleicht jetzt etwas kitschig, zum Leben erwacht. Verstörend und anziehend zugleich porträtiert der Künstler den gläsernen Menschen.